Die Basketballerin Leonie Fiebig ist gerade einmal 20 Jahre und hat jetzt schon einen Riesensprung in ihrer Karriere geschafft. Sie wurde für die WNBA, die amerikanische Top-Liga, gedraftet und wird ab nächster Saison für die Los Angeles Sparks auflaufen. Servus Leonie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, sehr gerne. Du bist die erste Basketballerin aus Bayern, die den Sprung in die WNBA, in die Elite-Liga in den USA geschafft hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie hast du denn den Draft erlebt? Erstmal vielen Dank. Ja, der Draft, der war was Besonderes. Normalerweise wird man da ja eingeladen nach Amerika und so weiter. Das war natürlich jetzt erstmal alles online und ja, alles so ein bisschen anders. Also manche Leute haben sich da so richtig rausgeputzt und so weiter. Ich war eher entspannt auf der Couch gesessen und habe eben versucht, ja, so gut wie möglich das zu genießen und hatte meine Trainerin, eine Mitspielerin von mir da und wir haben das sozusagen zusammen angeguckt, meine Familie nebenbei. Ja, und dann hat man so ein bisschen gezittert und gewartet und man wurde natürlich super nervös und ja, aber letztendlich eine coole Nacht, die man nicht so schnell vergisst. Auf jeden Fall, es ist was ganz Besonderes. Was war denn das für ein Gefühl, als dann klar war, okay, das ist jetzt mein Name, ich spiele nächste kommende Saison in den USA? Ja, total surreal. Also ich muss auch sagen, ich check's immer noch nicht so wirklich, weil sich jetzt erstmal nicht so groß für mich verändert, so im ersten Abschnitt, aber total cool. Und also mir wurden eigentlich eher so Außenseiterchancen sozusagen vorhergesagt und ich war immer so ein bisschen, ich bin jetzt nicht super traurig, wenn es nicht klappt, aber es wäre natürlich total cool, wenn es klappt, deswegen war es so ein bisschen, also war wirklich aufregend, aber jetzt total erleichterndes Gefühl, ich bin wirklich, wirklich happy, dass es geklappt hat. Du hast es schon gesagt, auch dir wurden Außenseiterchancen eingeräumt, auch weil du einfach letztes Jahr einen Kreuzbandriss hattest. Das heißt, du hast nur ein Spiel in der letzten Spielzeit absolviert, hast es trotzdem geschafft. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Wie läuft das denn eigentlich ab? Muss man sich da bewerben oder wie funktioniert das denn, dass man den Schritt dann wirklich in diese Elite-Liga schafft? Ja, also ich dachte auch, ich kannte mich da auch gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann erstmal ein paar Wochen vorm Draft, meine Agentin hat mich dann angerufen und hat gemeint, hey, ein paar Coaches sind an dir interessiert und dann habe ich mich erst damit so ein bisschen auseinandergesetzt und das ist so, dass du als Europäerin in deinem Jahr, in dem du 20 wirst, automatisch sozusagen ja angemeldet bist für den Draft. Also du meldest dich nicht wirklich von dir aus jetzt irgendwie an, sondern du bist da automatisch halt diesem Verfahren drin. Ja, und dann fangen halt an, also die Coaches dich zu kontaktieren und so weiter und es ist halt auch ziemlich, ziemlich aufregend, weil also ich habe jetzt noch nie irgendwie, gerade die Gespräche sind in Englisch und dann sind es natürlich mit WNBA-Coaches, jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit Derek Fisher, da wirklich eine NBA-Legende ist. Deswegen war das schon auch ein krasser Schritt für mich. Sehr aufregend. Du hattest auf jeden Fall quasi schon Kontakt in die USA. Hattest du auch jetzt schon Kontakt nach dem Draft mit deinen Coaches dann von den Los Angeles Sparks? Ja, genau. Also nachdem LA mich gepickt hat, haben die mich direkt angerufen und mir halt Glückwünsche ausgesprochen und gesagt, dass sie sich freuen, mit mir zu arbeiten in Zukunft. Und dann habe ich jetzt auch die letzte Woche ein bisschen mehr Kontakt mit den Athletiktrainerinnen gehabt. Die haben mir jetzt ein Programm gegeben, was ich machen kann und jetzt halt so ein bisschen mit Homeworkouts und so weiter geholfen. Und ich hatte auch schon Kontakt zu Derek und zu Derek Fisher, genau. Und ja, also es ist immer so ein bisschen hin und her schreiben, ein bisschen telefonieren, aber es ist jetzt, ja, genau. Also nichts jetzt riesig Besonderes. Noch sehr entspannt. Die WNBA startet eigentlich immer so im Mai, wegen Corona jetzt erstmal nicht. Hättest du schon einen Plan B, wenn sich die Saison jetzt wirklich noch mal weiter nach hinten raus verzögert? Ja, also bei mir ist es so, durch meine Verletzungen und auch durch Corona ist es so, dass ich erst nächstes Jahr nach LA gehen werde, also 2021. Und deswegen ist für mich jetzt die Saison, also ich bin noch nicht geplant in dem Trainingscamp und auch nicht in dem Spielkader oder irgendwas, sondern ich bin wirklich erst für nächsten Sommer geplant, weil die halt jetzt auch ein krass besetztes Team haben und genauso meine Gespräche, die ich geführt habe mit den Coaches, waren alle erst geplant für nächsten Sommer. Das heißt auf jeden Fall noch ein Jahr in Deutschland. Wir sind aber gespannt, was dann in den USA auf dich wartet. Drücken dir die Daumen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.